Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Fallout Boy LP, hier ist Steven. Und wer hätte es gedacht, wir spielen weiter Dynasty Warriors 8 in der Complete Edition und sind hier bei, ich muss mal kurz, so ist viel angenehmer, und sind hier bei der Schlacht von Xuchang angekommen. Und zwar müssen wir ja unseren lieben Freund Sima Shi retten, der sich so ein bisschen in Bedrängnis gebracht hat. Ja, jetzt noch ganz kurz vorweg, in der letzten Folge habe ich gesagt, dass ich mit der Elgato aufnehme. Das ist nicht mehr aktuell. Mit der Elgato zeichne ich jetzt gerade dieses Video hier nicht auf. Ich nehme momentan mit dem OBS auf, also mit dem Open Broadcaster Stream Programm, was auch eine Aufnahmefunktion hat. Das erleichtert mir quasi ja, die ganze Arbeit, denn das Rendern fällt halt weg von den Videos, was ziemlich bequem ist, wie man sich vorstellen kann. Das heißt, ich nehme hier auf, er rendert es gerade automatisch dann mit. Und dann kann ich es direkt hochladen, ohne irgendwie da noch was in irgendein Videoschnittprogramm packen zu müssen. Jetzt seid ihr natürlich dran und könnt mal in die Kommentare bitte schreiben, wenn ihr jetzt hier das Video geschaut habt, wie euch die Qualität gefällt, wie euch die Soundquali gefällt oder die Facecam. Ist die zu groß, ist die zu klein, was, ja, ich brauche euer Feedback und hoffe, dass ihr, ja, zahlreich da irgendwie also in die Kommentare da unten rumtüdelt. Würde mich natürlich echt freuen, denn ich brauche das Feedback. So, okay. Also, wenn irgendwas falsch ist, falsch eingestellt oder der Ton ist zu laut oder das Mikro zu leise oder bla 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 bla, ihr wisst, wie das funktioniert. Okay, jetzt natürlich die Frage, Jia Chong, ich liebe diesen kleinen Bastard. Ist natürlich die Frage, wen spiele ich denn? Zu gedan? Zu gedröhnt? Lustig. Sima Shao? Ach, ich hasse Sima Shao, ich weiß nicht. Jeder mag den, ich mag ihn nicht. Wang Juanji? Oh, hatten wir auch schon. Hat auch nur den Mobs-Bonus. Komm, wir nehmen den jetzt mal. Rüsten ihn kurz aus. Ich weiß gar nicht. Habe ich mit dem schon gespielt? Muss ich hier aber. Kann man das drin? Oder was habe ich hier so? Mal eben kurz gucken. Ich will mal einmal eben kurz gucken. Gut, die habe ich auch schon ausgerüstet. Ja, den weiß ich, dass ich den gespielt habe. Ich habe mit allen schon gespielt. Egal, wir nehmen jetzt ihn. Ja, das dauert jetzt gerade ein bisschen. Tut mir leid, tut mir leid. So, die Waffe ist gut. Und was können wir denn als zweite nehmen? Die hatten wir ja nun halt mal schon. Boah, es gibt so viele Waffen. Ein Webtuch. Ja, das ist perfekt. Wir nehmen ein Webtuch und damit starten wir in die Schlacht. Und, oh, ist das... Oh Mann, ey. Ich bin mal gespannt, ob das mit dem Broadcaster funktioniert und bin jetzt ruhig. Give it up. Do you really think I have the time to waste on the likes of you? The arrogance. The tyranny of the Suma ends here. Tyranny? I see. So that's how you see it. Nonetheless. That is the path I must take. To test the will of the heavens. Yeah! Verrückt. Los! Ich will kämpfen jetzt. Ja, ich weiß, da kommen jetzt Pferdeleute und die sind tot. Oh. Okay, everyone's here. Ja, ja, alle da, können wir loslegen. Können schnetzeln. But what's going on? I thought it was under control. One battle is not enough. If there are any sparks left, they will soon flare up again. My lord, I don't want to alarm you, but... Brother. Wow, was für eine Kameraführung. Ja, da fehlt doch wer im Bunde, ne, würde ich mal sagen. Das heißt, wir müssen uns mal... Hallöchen. Na, du geiler Bock. Entschuldigung. Ja, wir fangen jetzt an. Vielleicht waren Van Greens Truppen stärker, als ich dachte. Ich muss meinen Bruder finden. Öffne die Tore! Und das tut!
Oh, bitte lass Shi in Sicherheit sein. Ja! Ah, Gott, jetzt redet er ja wieder aus dem Controller mit mir. Ich habe mich gerade gewundert. Ich vergesse es jedes Mal. Egal, wie oft ich dieses Spiel einfach einlege, ich vergesse es echt jedes Mal. Ach ja, und übrigens, wir spielen ja jetzt auf schwer, ne? Wollte ich nur mal sagen. Es haben so viele immer gemeckert. Und nach, ich weiß nicht, 70 Folgen habe ich jetzt endlich mal konsequent durchgezogen. Ich habe auf euch gehört und wir spielen jetzt auf schwer. Das liegt ganz einfach daran, dass es mir selber auch zu einfach wurde. Und mein Pferd kommt überhaupt nicht. Ich hasse dich. So, also alles cool. Das Problem ist, ich hätte ja auch auf Theorie of Chaos oder, ich meine, ultimativ, ganz ehrlich, komm, klar, ne? Aber soweit sind jetzt die verschiedenen Charaktere noch nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel Xiao Dun nehmen würde, wäre das kein Ding. Da könnte ich auch auf Chaos spielen und alles platthauen. Aber so würde ich, glaube ich, konsequent verlieren. Aua, verlieren. What? Checkadum, Webtuch-Action. Ich web euch zurecht, verdammte Bastard. Ist das geil, das Ding. Es ist so scheiße, aber auch gleichzeitig so cool. Webtuch. Klar. Ist das lächerlich. Meine Oma verhaut mich auch immer mit ihrem Webtuch. Oh Mann. Aua, 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 aua. Hallo, halt, au. Okay, ich muss aufpassen. Ich sollte hier nicht zu viel rumkaspern. Ich weiß, ich gehe da gleich hin, aber ich will erstmal eben den platt machen. Oder muss ich da jetzt extra lang? Ich will den kaputt hauen. Hallöchen, mein Kleiner. Komm her, du! Shazam! Bam! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Da ist er. Au, 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 au. Ganz ruhig. Jetzt habe ich ja... Der steht auf das Webtuch. Ich habe ihn gefangen im Webtuch. Oh, Webtuch, ich liebe dich. Falls ihr jemanden kennt, der gut stricken kann oder sowas, ich hätte gern auch so ein Webtuch. Das war irgendwie die falsche Muso-Attacke. Ich wollte eigentlich... Oh yeah. Die ist nämlich ganz nice. Ja, ja. Au, au. Nein, nein, nein! Ah! Ja, ja, spiel auf schwer. Tolle Idee. Wir haben schon beim ersten Offizier Probleme. Wer muss sich zurückziehen? Ich komme gerade gar nicht klar. Ja, ja, du mich auch. Oh nein. Hallo. Warum stehen die immer alle auf das Webtuch? Okay, der kriegt jetzt schön die Wutmuse ab, der Penner. Bevor ich hier gleich noch draufgehe oder so eine Scheiße. Kann ich nicht gebrauchen. Flup, 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 flubbidi flup. Toll, das war ja richtig gut. Hua, Webtuch. Oh Gott. Ah! Ich brauch was zu essen. Das Schlimmste sind die Bogenschützen. Alles andere geht, aber die Bogenschützen, die sind richtig kacke. Da habe ich mir natürlich auch die perfekte Schlacht ausgesucht. Hier, rück mal was raus, Kollege. Voll daneben. Oh, scheiße, ich bin voll im Arsch. Das hat sich gleich schon voll erledigt. Oh, Mann, nein, 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 nein. Hör auf. Oh, bitte. Oh. Es tut mir leid, wenn dieses Mikrofon ist, glaube ich, richtig am Übersteuern. Ich glaube, ich stelle das gleich nochmal anders ein, aber ich kann gerade nicht. What the? What the? What the? What the? Warum laufen wir so viel hinterher? Ey, kommt mal klar. Alter. Ja, das, kann ich... Da ist ein Krug. Oh. Ich kann nicht mehr. Ich bin völlig fertig. Oh, toll, 50, wow. Geil. Jetzt habt doch Spaß mit diesem verfickten Webtuch. Ich hätte mir echt eine geilere Waffe aussuchen sollen. Die ist zwar witzig, aber die macht null Schaden. So, und in der Zwischenzeit hole ich mir jetzt nämlich diesen blöden Offizier da weg, weil ich habe jetzt meine Mut. Ey. Ey, der hat mir den geklaut. Toll, und ihr blockt alles ab, ja?
Aber das ist mir egal. Ich nehme jetzt meine coole Waffe. Bist du Schuss, wieder auf umzuspringen? Oh yeah. Jetzt pfeffer ich den weg. Die dumme Sau. Aua, nicht in den Rücken. Kannst du mal aufhören? Ey, die klauen mir sämtliche Gift. Was soll ich denn mit Muso? Ich brauche verdammte Leben. Hier, du kriegst auch eine Muso ab. Oh Mann. Das ist so doof. Ich hoffe wenigstens, dass die OBS-Aufnahme gut wird. Und rutscht über den Boden mit diesem Mistkerl. Ich weiß, wie gesagt, das wird nicht die beste Qualität sein. So geil wie bei der Elgato wird es nicht. Das ist mir bewusst. Aber wie gesagt, ich spare halt so viel Zeit. Das ist einfach wert. Weil ich habe 800 Abos. Da muss jetzt die Qualität nicht auf 4K getrimmt sein oder irgendwas. Das reicht dann auch völlig. Meiner Meinung zumindest nach. Und ich... Och nö. Ja, ich rette die. Kein Problem, ich rette alle hier. Komm mal her. Komm her. Oh yeah, feurig. Gut drauf, verdammt. Gib mir Leben. Plopp. Ey, da sind immer nur 50 drin. So, jetzt retten wir die anderen noch eben. Gar kein Problem. Vielleicht kriege ich ja irgendwas Cooles. Links oder rechts? Links oder rechts? Ich gehe jetzt da. Eins und zwei und drei und eins und... Hallo, Herr Bauer. Ihr wollt im Bauernangriff nicht mit mir. Flittibilam. Sowas gibt's hier nicht. Oh yes. Komm her. Nicht, hallo, bist du auf der Blocken? Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Stirb. Oh Mann. Ich will mich gar nicht in der Facecam betrachten, nach dem Video, wie ich hier spiele. Bestimmt total hypnotisiert, so. Ich hasse das, aber es kommt ja anscheinend gut an. Von daher, okay, mach ich's einfach mal. Eine Waffe. Mhm. Du gehst jetzt aber wenigstens mal eben drauf. Komm her. Jetzt retten wir die anderen Bauern noch. Wenn Hu ist aufgetaucht. Oh mein Gott! Was soll ich tun? Bauern retten ist voll in. Das ist so 2015, Bauern retten. Ja. Was? So, okay. Hua, check it out! Bam! Das hat die meisten überhaupt nicht interessiert, irgendwie. Boah, doppelte Stärke. Jetzt bist du dran, mo friend. Toll. Kannst du jetzt mal... Ich hab jetzt schon doppelte Stärke. Jetzt kannst du auch einfach mal aufhören zu blocken, ne? Danke. Bauern wurden gerettet. Kann ich denen jetzt auch helfen? Hier ist Tor dicht. Oh, guck mal, hier ist noch einer. Was? He didn't look very well. Oh mein Gott. Dann müssen wir schnell was tun. Okay, ich reite jetzt weiter. Der ist mir zu doof. Der stirbt nicht, der blockt die ganze Zeit. Ich hasse den Schwierigkeitsgrad schwer. Die blocken alle nur und man muss gut spielen können, wollte ich sagen. Bam, bam, bam. Let's go, Team, wir machen das. So, links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts. Ich bin Linkshänder, also gehe ich links. Ja, ich bin Linkshänder, krass, oder? Hallo! Feuer! Oh, da ist Leben. Geil. Die Leben, die schnappen wir uns erstmal. Dann machen wir mal eine nette Muso-Attacke. Ja, laber nicht rum. Ich rette deinen Bruder. Es ist alles in Ordnung. Oder wir, oder du, oder ich. Ach, ist doch egal. Komm her. Er hält halt einfach nur so viel aus. Ja, ja. Overwhelm the enemy. Oh, ich krieg nicht mal diesen scheiß Befehlshaber platt. Was ist denn hier los? Geht doch. So, wo muss ich denn jetzt... Ist das so?
So, du kriegst erstmal schöne Wutmuso ab. Ich habe nämlich keine Lust, mich mit euch auseinanderzusetzen. Geh weg! Das bringt überhaupt nicht so viel. Der wäre jetzt auf normal, wäre er schon dreimal gestorben. Nee, ich will auf jeden Fall nicht mehr das Webtuch rausholen müssen. Nein, ich will nicht das Webtuch rausholen müssen, habe ich gesagt. Komm, bring ihn um. Danke. Ja, das war total simpel. Ey, du Arschloch. Schießt der mir noch voll in den Peller? Was? Was? Oh, hallo. Au, aua. Hua, tschicki, 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 tschukutschu. Moment, ich komme, ich helfe gleich. Ich muss nur eben hier unseren Kollegen Blatt machen. Zack, 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 zack. Oh Gott, ist das anstrengend. Das ist so anstrengend, Leute. Auch ist es das erste Mal, dass ich mir in Dynasty Warriors konzentrieren muss. Aber das kriegen wir schon hin. Nee, nichts mit Waffen wechseln. Du bist jetzt platt, Kollege. So. Ja, ja, ja. Das war total einfach. Aber so sind wir schneller, wenn ich ein bisschen auf dem Rumrutsche. Ha! Rumrutsche! Oh Mann. Okay. Ist jetzt hier noch irgendwer Besonderes? Nö. Save the apologies for later. Where is my brother? He escaped to the garden in the north. He might still be there. Oh nein, er ist im Garten. Was macht er denn da? Das ist für jeden Gamer das Nirvana. Da kommt man nie wieder raus. Nie, auf jeden Fall nicht gesund. Batsch, batsch, gib mir was Geiles. Manu. Okay, kann ich jetzt geradeaus durch? Ja, kann ich. Okay, komm ab. Out. Ab. Hallo? Ganz ruhig, ja? Was? Das war die Muso? Och, komm. Was für eine Verarsche. So, dann hauen wir jetzt die wenigstens raus. Oh nein, ich muss da schnell hin. Ich kann mich mit dem, glaube ich, gar nicht weiter kloppen. Nee, das hilft nicht. Sonst geht er mir drauf. Komm her. Ja, ja. Oh, hör auf. Da ich ja so lange brauche, um Offiziere zu töten, sollte ich da vielleicht lieber schnell mal hin. Nicht, dass der mir gleich auch noch drauf geht. Und nein, das wollen wir nicht. Bruder, ich bin da. Endlich. Du bist nicht Bruder. Du bist... Ach, du bist Zugedan. Ich hab schon wieder nicht aufgepasst. Upsi. Und der ist gleich down. Warum finden die denn alle das Tuch so toll? Au! Voll weggekickt. Oh, wir haben es geschafft. Don't think this is the end. This just never seems to end. We have driven them off. That is all that matters for now. Zhao. Everyone. Well done. Da ist er! We shall reform Wei under our ideals and seize control of the land itself. However, my own destiny... Brother! Zhao, it now falls to you. Stop it! Don't say that! Jiak Zhong,
Leave it to me. Until the end, I did only that which needed to be done. Zhao, you too. This can't be happening. Brother! Brother! Hart. Sehr hart. Sima Shao und die anderen wehrten Wen Qins Angriff in der Nähe von Zhushang ab und schlugen Wen Qin erneut in die Flucht. Oh yeah. Doch unmittelbar nach dem Sieg erlag Sima Shi einer Verletzung, die ihm während des Angriffs zugefügt worden war. Als er seinen Bruder in den Armen hielt, wurde Sima Shao bewusst, wie vergänglich das Leben ist. Oh ja, das stimmt wohl. In den Armen seines Bruders übertrug Sima Shi ihm das Oberkommando. Gehe deinen eigenen Weg. Ohne diese Worte gesprochen zu haben, schied Sima Shi aus dieser Welt. Anschließend begab sich Sima Shao nach Zhushang und trat die Nachfolge seines Bruders als Oberbefehlshaber von Wei an. Doch Sima Shao musste erst noch sein eigenes Schicksal finden. Konnte er das Werk seines Bruders fortsetzen? Hatte er eigene Ideale? Und war er überhaupt bereit? Die Spannung zwischen Wu und Shu hielten an und die Zukunft von ganz Wei war wegen des Todes seines Bruders in Gefahr. Ohne ein eindeutiges Ende des Chaos in sich brach Sima Shao ohne irgendein bestimmtes Ziel auf. Jo, das kenne ich. Do you understand, sure? Zhao. The burden we bear is to hone our talents. And then, we must make this land the way it ought to be. The talent you possess will be put to the ultimate test soon enough. Until the end, I did only that which needed to be done. Zhao. You too. And now I'm supposed to rule this land? I wish I could just... But I guess I have to. Right, brother? You, Angie. I'm scared of this burden and of what I might lose. Promise me something. Promise me you'll stay with me. You almost sound as though you think I am going to die on you. Don't worry. I will be by your side, my lord. No matter what lies ahead, or what path you choose to take. That much, I can promise. Yeah. I know you'll be there. Ach, ist das schön, oder? Schön romantisch. Nachdem Sima Shao bei einem Überraschungsangriff durch Wen Qin seinen Bruder Sima Shi verloren hatte, wurde er zu seinem Nachfolger ernannt. Hatten wir schon. Obwohl er nach Luoyang zurückkehren wollte, wurde ihm von Wei-Kaiser Cao Mao befohlen, in Zhushang zu bleiben. Er wollte Sima Shao von seinen Truppen in Luoyang fernhalten. Zudem stürzte der Tod von Sima Shi eine Fraktion des Sima-Clans ins Chaos. Weil er ein Wiederaufflammen des Krieges befürchtete, desertierte Xiaobao aus Wei und floh nach Shu. Verräter du! Wen Yang verließ Wei, um seinen Vater zu suchen und herauszufinden, warum er rebelliert hatte.
Sima Shao versuchte verzweifelt, mit jeder neuen Aufgabe fertig zu werden. Währenddessen wandte Wen Qin sich an Su Gedan, der noch den Tod Sima Shis betrauerte. Zur gleichen Zeit erhielt Su Gedan einen geheimen Brief von einem unbekannten Absender. Jetzt, da Wei unter der Kontrolle des Sima-Clans war, offenbarten sich Anzeichen neuer Turbulenzen. Sima Shao, Wang Zhuanji, Song Hua, Jia Chong brachten nach Shuchang auf, um die dortige Dunkelheit zu bannen. Oh yeah, und das machen wir beim nächsten Mal. Ja, es ist traurig, wenn jemand stirbt. Ich kenne das selber, aber da muss man durch. Leider. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr gebt einen Daumen nach oben, um mich und meine Videos zu unterstützen. Und vielleicht einen Kommentar natürlich, ob euch das so gefallen hat mit der Mikrofonqualität, mit der Bildqualität, mit der Webcam. Ihr wisst schon, das wäre echt cool. Also, wie gesagt, wenn das Video irgendwie zu leise, irgendwas falsch abgemischt ist oder sonst irgendwas, die Qualität kacke, dann einfach unten da in die Kommentare rein. Ich brauche das unbedingt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und, wen spielen wir denn mal? Ich weiß es noch nicht. Lass uns überraschen. Ich sage tschüss, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci, Muchachos und so. Tschüss.